In diesem Jahr gab es 22 eingereichte Projekte. 5 davon schafften es, nominiert zu werden. 3 der Projekte wurden schlussendlich als Gewinner ausgezeichnet. Mein Name ist Röni Schmid von Röni Schmid Architekten. Wir durften das Mehrfamilienhaus mit Energiezukunft entwickeln und bauen, zusammen mit dem Fachteam der Umweltarena AG Schweiz. Das Mehrfamilienhaus mit Energiezukunft nutzt das Sonnenlicht, wandelt das in Solarstrom um, speichert das via einer Power-to-Gas-Anlage im Erdgasnetz ein und kann so den solaren Stromüberschuss vom Sommer im Winter wieder in Strom und Wärme umwandeln. Unsere Herausforderung war, die Solarfassade mit ein und derselben Modulplattengröße zu belegen, und dies gelang uns mit einer Vierfachschuppung mit einem eigens dafür entwickelten Montagesystem. Mit diesem System können wir in 2 Dimensionen Maßdifferenzen aufnehmen, und es ist uns gelungen, über 95% der Fassadenoberfläche mit ein und derselben Modulgröße zu belegen, und das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Baukosten. Die Vierfachschuppung mit den einfachen Hakenmontage ist auch im Unterhalt vorteilhaft, weil man die einzelnen Zellen von Hand aus der Fassade heben oder auswechseln kann. Es ist sehr einfach und schnell in der Montage. Es ist gut hinterlüftet, das gibt wieder bessere Wirkungsgrade im Hochsommer. Die Kombination von einem modular aufgebauten Fassadensystem zusammen mit der Hybridbox, welche uns die winterliche Energielücke schließen kann. Diese Kombination zusammen mit ganz vielen weiteren kleinen Innovationen, das ist einzigartig und soll zeigen, wie wir zukünftig mit Energie umgehen können. Dass wir diesen Innovationsrat gewinnen durften, bedeutet für uns eine große Anerkennung, und wir sind überzeugt, dass durch diesen Innovationsrat viele weitere Bauherren und Architekten motiviert werden, solche Fassaden selbstverständlich in ihr Objekt zu integrieren. Jurybegründung: Mehrfamilienhaus mit Energiezukunft. Hier wurden bedruckte PV-Module verbaut, die von den klassischen PV-Farben weggehen. In der Fassade kann trotz PV-Anwendung auf Farbe gesetzt werden. Dies ist wichtig für die Akzeptanz der Technologie im Stadtraum. Eine vorgehängte Fassade, die sehr gut rückbaubar ist, unkomplizierte Austauschmöglichkeiten der Module und eine einfache Wartung zeichnen dieses Gebäude aus. Dieses Vorzeigeobjekt wartet auch mit einer Anbindung an ein Power-to-Gas-System auf. Initiator des BEPV Awards ist die österreichische Technologieplattform Photovoltaik. Die Interessensvereinigung von Forschung, Lehre und Produktion zum Thema Photovoltaik in Österreich.